Hallo Leute, heute geht es um ein sehr wichtiges Thema und zwar, wie man besser einschlafen kann. Eine liebe Zuschauerin hat mir geschrieben, dass sie in letzter Zeit sehr große Schlafprobleme hatte und deswegen wollte ich für euch so eine Art Abendroutine drehen bzw. Tipps, wie ich gut einschlafe oder was man generell tun kann, um besser einzuschlafen und eben das Einschlafen leichter zu machen und den Schlaf zu fördern. Auf Instagram war es auf jeden Fall auch angefragt, als ich euch gefragt habe, welche Videos ihr so in der nächsten Zeit von mir sehen möchtet. Und ja, deswegen teile ich mit euch ein paar Tipps, die mir persönlich sehr geholfen haben, denn ich habe auch immer mal wieder Phasen, wo ich super schwer einschlafen kann und mein Schlafrhythmus dadurch total im Eimer war. Der erste Tipp ist dunkel schlafen. Es ist ganz wichtig, dass man wirklich sämtliche Lichtquellen eliminiert sozusagen. Also macht wirklich das Licht überall aus. Versucht auch wirklich dunkle Vorhänge zu haben oder am besten eine Jalousie, dass wenn ihr vielleicht irgendwie in einem Haus wohnt, wo das Licht durchscheint, sowas kann alles wirklich davon ablenken, dass der Körper so runterfährt und man wirklich gut einschlafen kann. Und wenn das alles überhaupt nicht geht, kauft euch so eine Schlafmaske, die dunkelt wirklich nochmal alles ab. Das mache ich nur in Notfällen, wenn ich wirklich an Orten bin, wo es keine Möglichkeit gibt, das Licht komplett auszuschalten oder wo es wirklich nicht sehr dunkel ist. Aber mir fällt immer auf, ich schlafe viel, viel besser ein, wenn der Raum wirklich stockdunkel ist und es hilft mir einfach irgendwie mehr müde zu werden und auch in diese Schlafstimmung zu kommen. Das wäre auf jeden Fall mein erster Tipp. Mein zweiter Tipp ist Tee trinken, direkt vorm Einschlafen. Das ist auch eine Art Ritual für mich geworden, dass ich mir abends einen Gute-Nacht-Tee mache. Die gibt es von verschiedenen Marken. Ich mag jetzt am liebsten den hier von Alnatura und den von Kappa. In beiden Tees ist Lavendel drin und Lavendel hat eine sehr schlaffördernde, beruhigende Wirkung. Das hilft bei mir immer wieder. Auch Hopfen, also Tees mit Hopfen, sind sehr beruhigend und fördern, dass der Körper entspannt und man müde wird. Und durch diese Wärme des Tees und Hopfen und Lavendel, das alles bewirkt einfach, dass ich entspannt werde. Mein dritter Tipp wäre Routine schaffen. Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass Körper und Geist Routinen lieben. Und je mehr man den Körper an eine Routine bewirkt, desto leichter gewöhnt er sich auch an den Ablauf. Das heißt, geht wirklich am besten immer zu der gleichen Zeit ins Bett. Zumindest eben unter der Woche. Am Wochenende dehnt sich das natürlich aus. Aber da, finde ich, gewöhnt sich der Körper auch dran. Schafft euch wirklich so ein Ritual, dass ihr sagt, um 10:30 macht ihr euch Bett fertig. Das mache ich immer so unter der Woche. Dann weiß ich, dann liege ich so um 11 im Bett und kann noch mal was lesen, dass ich auf jeden Fall so vor 12 einschlafe. Ich persönlich habe auch für mich festgestellt, dass der Schlaf vor 12 immer am festesten ist. Das hat mir auch mal meine Oma gesagt. Ich weiß nicht, ob da wirklich was dran ist, aber ich finde, wenn man vor 12 einschläft, schläft man immer am besten und wirklich fest, finde ich, durch. Was ihr auch vermeiden solltet, ist, einen Fernseher bei eurem Bett zu haben oder euer Handy direkt neben dem Bett zu haben, denn sowas lenkt mich immer total ab. Also mit Fernseher schlafe ich immer echt nur ein, wenn ich so richtig keine andere Lösung mehr finde. Und das ist echt nicht gut, weil es wühlt einen viel mehr auf, weil man auch das Gesehene dann irgendwie mit in den Traum nimmt. Ging mir so. Ich habe dann oft Albträume davon gehabt, dass ich irgendwie noch aufwühlende Serien vom Einschlafen geguckt habe. Und auch ganz fatal ist das Handy direkt neben dem Bett liegen haben. Das habe ich immer früher gemacht und auch heute tendiere ich dazu. Und ich merke, dass es mich nur noch wacher macht. Denn es ist immer so, das Handy leuchtet auch, gerade wenn man Instagram hat. Irgendwer schreibt einem noch und so kommt man irgendwie gar nicht zur Ruhe. Und die Versuchung, dass man nochmal die E-Mails checkt oder eben doch nochmal guckt, was auf Instagram los ist, ist so groß, wenn das Handy neben dem Bett liegt. Deswegen würde ich euch raten, legt das Handy wirklich weit weg vom Bett oder halt wirklich zumindest auf den Schreibtisch oder so, je nachdem, wie ihr wohnt. Das hat mir geholfen. Und was auch noch super ist, am nächsten Morgen, wenn ihr zum Beispiel einen Handywecker habt und das Handy nicht direkt neben dem Bett liegt, könnt ihr nicht in die Versuchung kommen, den Snooze-Button zu drücken, was ich auch immer mache, da ihr aufstehen müsst, um das Handy abzustellen. Was mir persönlich auch sehr hilft, ist zum Beispiel ein Lavendelspray oder ein Kräuterspray oder generell ein Kissenspray zu verwenden. Es gibt ganz tolle von allen möglichen Marken, zum Beispiel auch von Manufaktum gibt es ein gutes Kissenspray. Und es ist einfach total angenehm, wenn man sich ins Bett legt, das schön gemacht ist und dann riecht es nochmal ganz toll nach Kräutern oder Lavendel. Das mag ich besonders gerne. Das hat dann nochmal so was total Entspannendes und hat diesen frische Bettwäsche-Effekt. Was mir auch immer hilft, ist abends zu baden oder zu duschen. Und ich finde, durch diese Wärme und dass man sich irgendwie nochmal gebadet hat, kommt man auch nochmal runter und kommt so in diese relaxing Schlafstimmung.
Und ich finde auch, dass es hilft, wenn man da auch vielleicht ein Duschgel mit Lavendel oder so nimmt oder so ein Gute Nachtbad, das gibt es auch von Kneipp. Das finde ich riecht super lecker, auch nach Lavendel und hat einfach eine total entspannende Wirkung. Also wenn ihr gerade akut richtig krasse Schlafprobleme habt, würde ich euch das auch empfehlen. Und was natürlich auch hilft, finde ich, ist Eincremen oder Einölen vorm Schlafengehen. Ich finde, das hat auch nochmal sowas total Entspannendes und kann helfen, irgendwie runterzukommen, wenn man gerade vielleicht auch einen sehr stressigen Tag hatte. So, der nächste Tipp ist Lesen. Lesen macht mich immer wahnsinnig müde. Ich reize das dann auch oft aus, also wirklich so lange, bis mir die Augen zufallen. Und das ist wirklich eine super Möglichkeit, müde zu werden. Denn vom Lesen, finde ich, werde ich immer müde. Irgendwann kann ich auch dann nicht mehr und mir fallen die Augen zu. Und das ist dann einfach eine gute Methode, um echt müde zu werden. Wenn mir extrem viele Sachen durch den Kopf gehen und mich das gerade vom Schlafen abhält, gerade wenn man eher so der grüblerische Typ ist und deswegen kann man nicht schlafen, weil einem 100 Millionen Sachen durch den Kopf gehen und man geht die dann auch noch so im Kopf durch, das muss ich noch machen und das muss ich morgen machen. Deswegen würde ich euch empfehlen, eine Meditations-App auszuprobieren. Das hat mir sehr geholfen, gerade in sehr stressigen Zeiten, und diese App habe ich bei Michael Buchinger entdeckt und die nennt sich Headspace. Und ich bin so dankbar, dass ich diese App entdeckt habe, denn diese App ist echt toll. Da gibt es auch extra so Schlafmeditationen, wo man dann auch so rückwärts zählt. Übrigens auch ein echt guter Tipp, hätte ich niemals gedacht. Rückwärts zählen hilft auch wirklich einzuschlafen. Ihr kommt niemals zu null. Ich habe das ein paar Mal gemacht und ich kam nie zu null. Ihr könnt es ja mal ausprobieren und mir schreiben, ob das bei euch irgendwie geklappt hat. Auf jeden Fall Headspace verlinke ich euch in der Infobox. Ist eine super tolle App, um runterzukommen. Ich mag den Sprecher total gerne. Das ist so ein super sympathischer Brite, der verschiedene Meditationen anleitet. Und es gibt eben auch eine extra für Schlafprobleme. Und ich finde wirklich, dass diese Meditation sehr gut funktioniert. Natürlich gibt es auf YouTube auch einige Schlafmeditationen. Der ultimative Tipp für mich ist, abends ein Hörspiel zu hören. Wenn ihr meinen Kanal schon länger verfolgt, dann wisst ihr, dass ich so der größte Hörspiel-Fan bin. Und seit Jahren, seitdem ich denken kann, höre ich Hörspiele zum Einschlafen. Und das hilft mir auch immer total. Das ist auch wie so eine Art Ritual, wenn wir wieder bei Ritualen sind. Ich mache mir das an und höre dem Sprechern zu, folge der Geschichte und ich schlafe eigentlich immer ein. Also da muss ich wirklich schon extreme Schlafprobleme haben, dass ich gar nicht mehr einschlafen kann mit einem Hörspiel. Vielleicht macht ihr euch nicht das Aufregendste an. Ich finde, 3 Fragezeichen geht immer noch, also kommt drauf an. Oder ihr macht euch sogar irgendwie ein Kinderhörspiel an. Das beruhigt ja vielleicht auch andere von euch mehr. Ich mag halt super gerne so Krimi-Geschichten und ich kann dann trotzdem einschlafen. Also diese Stimmen und diese schöne Musik und sowas beruhigt mich auch total. Mein letzter Tipp wäre, vor dem Schlafengehen vielleicht eine halbe Stunde vorher oder 15 Minuten vorher Yoga zu machen. Das hört sich vielleicht komisch an, aber ich finde oft, wenn man am Tag so gestresst war, ist der ganze Stress im Körper und man ist auch so verspannt und angespannt, gerade wenn man vielleicht auch gerade zu Schlafproblemen neigt oder gerade eine schwierige Zeit hat. Ich finde das Yoga total entspannt. Also ich kenne nichts, was mich mehr entspannt, und ich finde das Dehnen vor dem Körper macht irgendwie auch nochmal total entspannt. So eine ganze Entspannung legt sich einfach über den Körper, die Muskeln sind gedehnt und man fühlt sich einfach leichter, wenn ihr wisst, was ich meine. Ja, das waren meine Tipps, wie man besser einschlafen kann. Ich hoffe, ich konnte euch auf eine Art helfen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr besser einschlaft, ob euch die Tipps was gebracht haben. Es würde mich total freuen, wenn ich euch da helfen könnte. Und schreibt mir auch gerne in die Kommentare, ob ihr noch mehr solcher Hilfe-Videos wollt zu verschiedenen anderen Themen. Dessen nehme ich mich sehr gerne an und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Macht's gut. Tschüss.